Wir haben so viele Reden gehört. Ich weiß nicht, wie viele tausend Reden ich gehört habe in den letzten Monaten. Klar sind immer noch super interessante Sachen dabei. Ich liebe auch die Demos, wie der Michael Ballweg sie organisiert. Es ist eine wunderbare Atmosphäre von Frieden und von Liebe. Und wir untereinander, wir stärken uns und dafür ist das super. Aber ich habe in Heilbronn bemerkt, ich organisiere uns auch die Demos in Heilbronn mit, dass wir kaum noch Passanten erreichen. Also die gehen wirklich so vorbei mittlerweile, die wollen nichts mehr hören, die haben die Nase voll von dem Thema und wir halten uns gegenseitig die Reden. Ja, und das ist zwar schön für uns, aber ich finde, es ist nicht zielführend. Man muss ja fragen, was wollen wir denn? Wollen wir uns ewig reden halten und Party feiern oder wollen wir was verändern? Test, Test, Fehlerdiagnose. Also als normaler, durchschnittlicher Zeitzeuge kann ich bestätigen, dass manche Leute auf Querdenken, Gedankengut mittlerweile geradezu allergisch reagieren. Das wird nicht besser werden, wenn nicht bestimmte Dinge einmal bedacht und berücksichtigt werden. Hier würde ich mal als allererstes die Wichtigkeit der absoluten moralischen Berechtigung nennen. Wenn man die Existenz oder Gefährlichkeit von einem Virus verleugnet oder auch nur relativiert, kann und wird man ganz schnell mit der moralischen Verortung oder moralischen Keule eins voll auf die 12 bekommen und dann steht man aus der Perspektive von sehr vielen schon ausreichend im moralischen Abseits, um nicht mehr respektabel zu sein. Konkret kann dann etwa gesagt werden, die Relativierer wären Egoisten, denen ihr Vergnügen, ihr Komfort und ihr Geschäft wichtiger wären als die gesundheitliche Unversehrtheit der Allgemeinheit und insbesondere der besonders gefährdeten Risikogruppen. Und auch wenn das so überhaupt nicht wahr ist, ist es doch ein Totschlagargument, das in den Raum gestellt wurde und auch funktioniert, zumal die meisten Leute auch zumindest Angehörige haben, die zur Risikogruppe gehören. Keiner will erleben, wie Oma und Opa einen grausamen Tod sterben. Mir selber ist natürlich klar, dass es hier insbesondere um die Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit von Maßnahmen geht und um eine faire Debatte über Maßnahmen, die zwar ein guter Schutz sein können, aber auf der anderen Seite sehr viele Menschen ins soziale Elend stürzen. Kurzarbeit, prekäre Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Ruin. Aber wenn man eine entsprechende Protestbewegung nun auch noch mit Filterblasen-Gedankengut unterfüttert oder sogar mit Filterblasen-Gedankengut aufbläst, dann steht man damit zusammen noch mit der moralischen Angriffsfläche dann gleich doppelt im Abseits und muss dann quasi vom totalen Abseits aus operieren. Das ist realistisch betrachtet erstmal gar nicht weiter erfolgversprechend. Und auch der positive Seiteneffekt, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen, könnte hauptsächlich ein Filterblaseneffekt sein. Vielleicht wird hier eine Spaltung abgemildert, aber vielleicht auch hauptsächlich nur innerhalb einer systemkritischen Blase. Man kann natürlich Filterblasengedanken gut öffentlich mitteilen, dagegen spricht ja natürlich nichts, aber das ist kein Erfolgsrezept für eine Protestbewegung mit konkreten Zielen bzw. Anliegen. Dann müsste man sich schon fragen, ob es einem nur um einen ganz langsamen, allmählichen, mühselig fortschreitenden Bewusstseinswandel geht oder ob man bald auch mal wenigstens irgendwas Konkretes auch mal erreichen will, irgendeine tatsächliche praktische Verbesserung, dass man sagen kann, ein Erfolg. Wenn man als Bewegung irgendein konkretes, praktisches, nützliches, sinnvolles Ergebnis erzielen will, in der Realität, jenseits der Gedankenwelt, dann sollte man zwei Dinge unbedingt beachten. Erstens, eine Bewegung kann nur erfolgreich sein und bleiben, wenn sie hundertprozentig moralisch berechtigt ist, also wenn sie hinsichtlich ihrer Ziele nicht in Verruf gebracht werden kann. Zweitens, die Ziele müssen für die breite Allgemeinheit nützlich und wünschenswert sein. Die Ziele der Bewegung müssen allgemein eine Verbesserung der Lebensbedingungen darstellen. Die Leute werden sich nur dann einer Bewegung anschließen, mit allen Mühen und der aktiven Arbeit, die eine Unterstützung bedeutet, wenn sie sich dadurch auch wirklich konkrete Vorteile für ihr Leben versprechen können. Die Unterstützung muss sich schließlich auch auszahlen können, die damit verbundene Mühe und auf die damit verbundenen sozialen Risiken und Nachteile müssen es offensichtlich wert sein, nicht nur für Idealisten. Und jetzt kommt noch der besonders schwierige Punkt, Doppelpunkt. Man kann das Freiheitsbedürfnis schwer gegen das Sicherheitsbedürfnis aufwiegen. Im Zweifel gewinnt immer das Sicherheitsbedürfnis.
Freiheit wird im Zweifel immer der Sicherheit geopfert. Sicherheit geht den meisten Leuten über Freiheit, immer wenn Angst mit im Raum steht. Und wenn es um wirtschaftliche Freiheiten geht, Recht auf wirtschaftliche Selbstständigkeit, Recht auf freie Berufsausübung, dann kann man hier höchstens auf einen Schadensersatz oder einen Ausgleich pochen oder abzielen, wenn nämlich die Freiheit offiziell nur zugunsten einer höheren Sicherheit beeinträchtigt wurde. Die eigentlich interessante Frage ist daher auch die, ob die sogenannten Hilfsgelder, die astronomisch hohen Beträge, eigentlich gerecht verteilt worden sind oder ob man hier hauptsächlich sehr, sehr großzügig Konzernen und Investoren unter die Arme gegriffen hat, beziehungsweise den Finanzmärkten an sich. Institutionen, die eigentlich gar nicht wirklich so hilfsbedürftig sind, sondern die man teilweise langfristig sogar als Profiteure betrachten kann, weil die diverse Konkurrenz ausgestorben ist. Oder wenn es um die Finanzmärkte geht, als ewiges Fass ohne Boden betrachten kann, das immer wieder gefüllt wird durch Euro-Rettung, Klimarettung, Wirtschaftshilfe und so weiter. Anders gesagt, hat man hier den Starken geholfen und die Schwachen einfach auf die Nase fallen lassen, stecken sich die einen einfach wie üblich den Scheck in die Tasche und die anderen sitzen auf unbestimmte Zeit in der Patsche. Das wäre dann die klassische Gerechtigkeitsfrage, die völlig legitime moralische Frage. Diese Frage aufzuwerfen müsste eigentlich auch weitestgehend zustimmungsfähig sein. Das ist auch keine sozialistische oder linke Frage, sondern eine vernünftige Frage, beziehungsweise eigentlich nur mal wieder die ganz selbstverständliche Frage nach der Demokratie an sich. Also ist das jetzt Demokratie oder findet hier hauptsächlich mal wieder eine Beglückung der bereits Reichen statt, beziehungsweise eben die übliche permanente Umverteilung von unten nach oben, von der breiten gesellschaftlichen Basis zur Spitze? Ja, ein Raubzug eben oder eine sozialdarwinistische Wirtschaftsbereinigung, wie man es auch nennen will. Jenseits dieser konkreten praktischen Fragestellungen glaube ich aber auch, dass ein allgemeiner Bewusstseinswandel in allerdings nicht allzu naher Zeit zu einem konkreten oder tatsächlichen Wandel führen kann. Ein genereller Wandel ist schon möglich, aber eher in vielen Jahren vielleicht. Jetzt kommt erstmal die beschleunigte Digitalisierung, Roboterisierung von Produktionsabläufen, künstliche Intelligenz und so weiter. Erstmal eine neue Moderne, ein neues Hochtechnologie-Zeitalter. Ein allgemeiner Bewusstseinswandel und dann auch politischer Wandel, gesellschaftlicher Wandel ist wahrscheinlich unter anderem stark davon abhängig, ob das Internet frei bleibt. Man kann aber einfach an den Wandel glauben, weil man an den Wandel glauben will. Ich persönlich glaube eher nicht, dass die sogenannten Wirtschaftshilfen gerecht verteilt worden sind, die ganzen Milliarden. Aber ich glaube an den Wandel, weil es ein guter Glaube. Die Welt braucht ja bei all den ungesunden Fehlentwicklungen den Wandel unbedingt. Letzten Endes ist es eine philosophische Frage, ob sozusagen die Reaktion auch zur Progression selbst werden kann. Sonst bleibt es eben nur bei einer Reaktion auf tatsächliche gesellschaftliche Veränderungen und Missstände. Aber die Reaktion muss sowieso auch sein, als Notbremse oder wenigstens als Gegengewicht oder eben wenigstens als Warnsignal für totale gesellschaftliche Unstimmigkeiten. Trotzdem muss man sagen, alles in allem viel Umstrittenes und wenig, dem alle sofort zustimmen können.